Und da bin ich wieder. Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich habe meinem Lamborghini hier mal ein paar neue Felgen verpasst. Ihr kennt sie vielleicht. Es sind meine absoluten Lieblingsfelgen in diesem Spiel eigentlich überhaupt. Die passen irgendwie zu jedem Fahrzeug. Und ich fahre hier einfach mal das nächste 12-Zylinder-Rennen. Und zwar in der Masters-Klasse. Rennen 7 von 17. 12-Zylinder Flaggschiff Entscheidung. Eine Veranstaltung für exotische Supersportwagen mit 12 Zylindern. Haha, Diablo GTR, jawohl. Zuletzt war ich ja auch mit dem F50 unterwegs, aber jetzt, ich habe einfach wieder so richtig Bock auf diesen Lamborghini Diablo. Und der nächste Lamborghini, den ich gerne hätte, der kostet 400.000. Könnte ich mir schon leisten. Mal gucken. Ja, ich will jetzt noch mal gucken, eine, ja, nicht meine Lieblingsrennstrecke, aber ich mag sie ganz gerne. Und schauen wir mal, da ist er. Der sieht natürlich geil aus, gerade von vorne. 3, 2, 1, go! Ja, ich hab's vermisst, diesen Sound. Okay, ist nicht so wie der F50. Okay, ist nicht wie der Ferrari. Aber er fährt sich trotzdem gut. Hat natürlich nicht so diese Power wie der Ferrari. Man muss auch wieder anders schalten. Man kann hier viel länger im zweiten und dritten fahren. Bei der 50 musste man ja immer recht fix den vierten einlegen. So, aber hier drei Runden, da habe ich ganz gute Chancen. Der dritte ist echt stark bei diesem Fahrzeug. Ja! Oh, oh, oh. Da halte ich mich raus. Ich werde sie schon beide rechtzeitig kriegen. Oh, 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 da dachte ich, jetzt fährt er mir hier in die Bresche. Der ist auch nicht so nervös auf dem Heck hier, dieser Lambo. Ist mal schön, wieder ein anderes Auto zu fahren. Das nächste Rennen wird natürlich wieder ein Ferrari. Oder ich kaufe mir schon den neuen Lambo. Nichts ist unmöglich. Ja, also hier bin ich auch wieder souverän, weil ich die Strecke kenne. Weil ich die Strecke auch mag. Man kann hier wunderprächtig mit dem dritten langfahren. Bisschen weit raus, egal. Genug Vorsprung. Oh, also der klingt echt toll. Also das macht schon richtig Laune, den zu fahren, den zuzuhören. Ich glaube, direkt danach werde ich den F40 nehmen und damit mal wieder eine Runde drehen. Das war zu optimistisch. Aber ich habe genug Vorsprung. Dritte Runde von 3. Ich kann mich hier leicht absetzen. Nicht so schön. Oh, viel zu früh hochgeschaltet. Das ist immer, wenn ich anfange zu reden, komme ich ab und zu durcheinander. Aber reden ist ja der Sinn eines Let's Plays. So,
nochmal einen vierten. Nehmen wir nochmal die mehr Speed mit. Ah, verdammt, zu weit. Aber, ja. Dritte Ausfahrer. Ah, bis in den Begrenzer. Mal kann man das machen. So. Und nochmal den dritten. Kurve kann ich hier voll nehmen. Vierter und Sieg. Da ist er. Und die neuen Felgen stehen ihm richtig gut. Ja. 21.000, also ich habe hier ein gutes Level erreicht. Schaffe ich die nächste Lamborghini-Stufe? Nein, da fehlen 400 EP. Herr Jemini, kein neues Auto? Kein neuer Lamborghini-Bonus? Ach nee, ich habe die nächste Stufe ja nicht erreicht. Aha, ja, ist ja logisch. Hm. Jetzt geht es zurück nach Japan zum weltberühmten Suzuka Circuit. Ja, Suzuka, da fahre ich natürlich mit dem F40. Auto wechseln. Ah, sieht schon cool aus. So, ich habe so viele Autos, ich müsste mal wieder welche verkaufen. Mit dem will ich auch noch fahren. Mit dem bin ich gefahren, da war nicht so. Ah, bin ich auch gefahren. So, wo ist er? Da, F50, F40. Er hat übrigens auch die Felgen, 875. Oder fahre ich nochmal F50? Nein, ich fahre jetzt direkt nochmal mit dem F40 und ich kann hier sogar Ferrari 12 Zylinder Leistungsschau fahren. Rennen starten. Das ist ja nett. Haha. Rennen 8 von 17 Ferrari 12 Zylinder Leistungsschau. Ein Rennen für alle röhrenden 12 Zylinder Modelle von Ferrari. Da ist er. Voll getunt auf 875 Klasse R2. Ja. Ich würde den gern mal vergleichsweise mit den F40 Competizione fahren. So, das ist aber, och Mann, das ist aber... Warum? Warum ist das so, dass ich nie oder jetzt in der Masters-Klasse nicht die vollen Renndistanzen bekomme? Das stimmt mich unzufrieden. Ganz im Ernst? Naja. So, oh. Ah. 3, 2, 1, los! Fünf Runden. Schade, bin ich ein bisschen rausgekommen. Oh, der Sound, geil. Er fährt sich anders. Nicht unmittelbar besser. Der Sound ist geiler. Wieder so eine andere. Oh, das sind aber kurze Runden. Aber der dreht schön sauber durch hier. Oh, da komme ich weit raus. Kriege ich den da vorne noch? Ich glaube, das wird jetzt doch noch eine Aufgabe. Die Passagen, wo ich auf Suzuka richtig stark bin, sind hier gar nicht mit dabei. Ach, verdammt. Wie viel Rückstand habe ich? Das ist jetzt sehr entscheidend. Verdammt. Ja, da rasen wir mal. 2,5.
das ist wirklich nicht der Part, der mir von Suzuka so viel Spaß macht und so gut liegt. 2,7, 2,5 und gleich. Also, okay. Also hier hole ich immer auf, so aber nicht. Nein, das war auch nicht gut, verdammt. 2,6, gleich geblieben. Nicht mein Suzuka diesmal, also nicht diese Art von Strecke. 2,6. Also jetzt die letzte Runde, vielleicht komme ich noch mal so eine Art bisschen mäßig weiter ran. Aber so richtig in Schlagdistanz. Wieder nur zwei, na, minimal nur. Ich brauche wahrscheinlich noch ein paar Runden, um hier meine goldene Linie zu finden. Also die Runde war ganz gut, bis auf das gerade. Ja, noch 10 Stück davon und ich hätte vielleicht eine realistische Siegchance, aber so nein. Okay, da wurde ich geschlagen. Ferrari-Enthusiast. Aha. So, 16.630. Die neue Stufe ist erreicht. Das heißt, oh, jetzt kriege ich einen fetten Bonus. Stufe 10. Mal gucken. Also erstmal Fahrerbelohnung. Oh, 65.000 Credits und noch ein Auto da drauf. Geilomat. Mal gucken, vielleicht ist es ja ein richtig gutes Auto, ein richtig nettes, geiles, heißes Teil diesmal. Oh. Saleen Raptor. Oder Lamborghini Miura. Oh, Mercedes. Oh. Nee, ich nehm den Saleen. Oi, 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 mit dem möchte ich fahren. Aha, den hätte ich mir so... Oh. Den hätte ich mir nie gekauft, so. Ja, ich bin mir sicher. Okay, da bin ich ganz heiß drauf. Nächstes Rennen auf jeden Fall mit diesem Saleen. Wie hieß er? Das nächste Rennen ist... Jetzt ist es Zeit für einen neuen Versuch, den anspruchsvollen Sebring International Raceway zu bezwingen. Ja, Strecke ist bekannt. Auto wechseln. Ah, der nächste Ferrari. Ah, ne, Quatsch, wo ist er? Kein Ferrari. Da, der Raptor. Ja, ich nehme ihn. Oh. Oh, hier könnte ich fahren. Ohne zu tunen. Aha, sehr geil. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Rennen 9 von 17. Diese Klasse S-Serie wird in den USA ausgetragen und ist offen für alle Klasse S-Autos. Gewinn 8000 Credits. Ich trete an mit einem Saleen S5S. Der sieht mal mega Hammer aus. Den habe ich mir bisher noch nie angeguckt, weil ich die Marke Saleen bisher nicht kannte. So, Sebring International Raceway. Welche war das denn? Ah nein. Aber bestimmt auch nicht wieder die volle Renndistanz. Also hoffentlich ist diese Masters-Season bald abgeschlossen.
Hoi. 3, 2, 1, los! Das wäre noch so einer. Alter! Hoho! Okay, also so kaum zu fahren. Oh, habe ich ähnliche Schwierigkeiten wie anfangs mit dem McLaren. Und dann noch auf einer Strecke, die ich eigentlich gar nicht mag. Heckantrieb kann man den eigentlich gar nicht fahren. Also man merkt, dass der zieht nicht richtig durch, der ist voll gedrosselt. Alter Falter! Das Ding ist ja so hammermäßig schmierig auf der Hinterachse. Geht man gerade mal so ein bisschen in die Kurve. Also man ist schon gut beraten, hier im dritten zu bleiben. Es wird auch schwer für mich hier ranzukommen. Durch solche Aktionen, aber ich beherrsche das Auto nicht. Oh, da macht er freiwillig Platz. So, also ja, man merkt, er zieht nicht durch. Das war beim F40 auch so, als der noch nicht getuned war. Klingt fast wie ein Elektroauto, das Teil. Ich glaube, der ist nur mit dem Lenkrad richtig zu beherrschen. Oh, das war gut. Ich hole auf. Ich will ja nicht unter den dritten schalten. Das Teil ist echt eine Herausforderung. Ah. Sobald die Vorräder minimal eingeschlagen sind. 12 Stunden, Mann. Oh. Neues Abzeichen. Ich habe ja noch Zeit, ihn zu überholen. Okay, vielleicht jetzt. Verzockt. Ja, man muss echt im dritten aus der Kurve raus beschleunigen. Sonst. Ja, man hört es ja auch. Da muss man echt aufpassen. Ja, das passiert. Ich bin innen, das heißt, ich habe hier Vorteile. Alter Schalter, also die Reifen, wenn hier Profil drauf war, ist jetzt keins mehr da. So, ich war wieder kurz im zweiten, da musste ich dann natürlich brachial jetzt gerade wieder hochschalten. So, ich glaube, ich habe mich fast dran gewöhnt. Fast.
McLaren war auch schlimm. Aber der MP4, den ich hatte. Oh, im vierten sogar. Ja, da passiert dann nichts. Irgendwas muss aufpassen. Ich neige ja dazu, kurz vor Ende nochmal Dramatik abzuliefern. Nicht nur hier bei Forza, auch bei FIFA. So, hier kommt jetzt nochmal die. Also wenn der nicht so aggressiv wenn er nicht so aggressiv auf der Hinterachse wäre, ne? Wäre das ein tolles Auto, glaube ich. Ja, Start-Ziel-Sieg quasi, ne? Ah, geile Einbindung hier. Die Felgen sind auch geil. So, Salim-Fan, 15.000 Credits. Bam, nächste Autostufe. Bam, nochmal eine direkt drauf, schade. Salim, Affinitätsstufe. 1000 Credits. So ist es die Frage, fahre ich nochmal mit diesem Hauduken oder nehme ich nochmal wieder einen anderen? Ja, gute Frage. Mal gucken, was ich noch so habe. Ah, den F430 oder so ähnlich. Den wollte ich auch nochmal nehmen. Wo geht's hin? Heute geht es zurück ins Rheintal in Baden-Württemberg, Deutschland. Hockenheim. Für ein Rennen auf dem Hockenheimring. Ja, das ist perfekt geeignet, um nochmal das Auto zu wechseln zum F430. Mit dem bin ich auch noch gar nicht gefahren. Und da ich ja Ferrari-Stammkunde bin, kriege ich natürlich Upgrade, Upgrade-Shop. Schnelles Upgrade, I'm sorry. Auf S700, ich denke mal, das ist auf jeden Fall... Oh, 625.000 Credits habe ich, also hier ist echt bald ein neues Auto drin. Uiuiui. So, zum Rennen, Welttournee. Und dann fahre ich hier S700. Jawohl, Rennen starten. Ja, Masters-Klasse, also ich fühle mich noch nicht so, als wäre ich hier so richtig angekommen in der Masters-Klasse. Naja, so, Ferrari F430, Hockenheimring, Gesamtkurs. Gesamtkurs? Ist das das Ganze oder ist das jetzt wieder nur so ein... Naja, werden wir sehen. Lassen wir uns überraschen. Ja. 3, 2, 1. Ach, die Kacke. Jedes Mal passiert es mir, dass ich zum Hütchen fahren ein neues mit dem Auto antrete, was ich bisher noch gar nicht hatte. Warum? Ist das denn zu glauben? Ja, so ist das, wenn man mal ein bisschen zu schnell fährt. Scheiße, konzentrier dich jetzt, Puschen! Oh, warum werden dafür 5 Sekunden draufgerechnet? Ich wollte gerade sagen, wenn mir das nochmal passiert, ne? Jetzt muss ich den gesamten Hockenheim-Kurs, diese komischen Tore durchfahren. Und das in der Masters-Klasse. Oh. Einen Wendekreis hat er. Heckschleuder. Nein, ich bin kein Heckschleuder-Fan. Eher voll im Gegenteil. Ich mag Allrad. So Quattro-Konzepte und so. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, Junge, das ist aber auch...
Möglichkeit, das Tor doch wunderbar passiert und trotzdem zieht man da 5 Sekunden ab. So, schalt mal einen zweiten, dann ist das Ding ein bisschen flauschiger. Fährt sich dann gleich viel schöner, wenn man nicht immer so brachial aus dem ersten raus beschleunigt. So, mein erster Eindruck vom Auto, nichts Besonderes. Ist halt ein Ferrari. Wenn ich wählen könnte, würde ich immer den F40 oder den F50 vorziehen. Warum? Ist so. Also hier muss man ja ziemlich genau fahren. Das ist ja echt crazy. Hier kommen wir noch ein paar Türchen. Zeitlich bin ich auch noch gut dabei, das sollte ich auf jeden Fall schaffen hier. Also Hütchen fahren, das ist was für die Anfänger-Amateurklasse, aber das Ding nennt sich hier Masters, also ich finde es nicht mehr angebracht. Ziel, Zeit erreicht. Ah, da fährt er die Dinger nochmal um. Ja, das hat geklappt. 10.510 Credits gibt es dazu. Eine neue Affinitätsstufe gibt es nicht. Neue Fahrerstufe auch nicht. Das heißt, weder ein neues Auto noch Sonderzahlungen sind nach diesem Rennen fällig. Euro Autocross S. Heute geht es zurück auf den Silverstone Racing Circuit in Northamptonshire. Da war ich doch schon. England. Ist doch schon abgehakt. Naja. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, wieder knicht der Gesamtkurs. Also die Masters-Klasse nervt so ein bisschen. Naja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich hoffe, ihr habt dann genauso wieder genauso viel Fun wie diesmal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich sag ciao, tschüss und auf Wiedersehen.